Erste war das Brotum Pseudos, der Horrorterror, der die Spaltschizophrenie des Bewusstseins erzeugte. Das zweite war die Tröstung, die Zudeckelung. Und das dritte in dieser Dialektik, die Barre dazwischen, das Mangelloch, durch das alles das wieder hindurchtunnelt, um sich zu metamorphotisieren, das ist der Widerstand, das ist die Stabilität der Körper, die so elastisch, plastisch ausgelegt sind, dass sie trotz aller Niederkünfte am Ende immer triumphieren. Das Prinzip des Realen eingepflanzt haben, dass dieses widerständig ist, kaum zu berühren. Am Ende ist es immer anderswo, ist es nie zu erreichen, ist der Verlust immer vorgeschrieben. Ist die Selektionsanspruch, und das ist der Hauptmechanismus, die Qualitätsauswahl, Ausdauertestübungen, so hochgespannt, dass man es kaum in dem Pferd zu kriegen vermag oder in die Kiste, und wenn, dann nur für einen kurzen Moment, und am Ende geht es unversehrt aus dem Gebalge wieder hervor und ist durch nichts letztlich wirklich zu beeindrucken oder zu beeinflussen, außer durch den göttlichen Phallus, die göttliche Barre, diejenige, welche als Abspriesungsklon aus ihrem eigenen unversehrbaren Leib hervorgeht, in einem Moment, der einzige sein kann, der ihr gefährlich werden könnte, in diesem Erneuerungs-, Aufreißungs-, Wiederverschließungsvorgängen. Kurze Pause wegen dem Lärm.